Hallo, Hallöchen. Ich möchte euch heute erzählen, welche Mannschaft in der Bundesliga wie viele Punkte pro Spiel erreicht hat. Und wir fangen in der Tabelle unten an, nämlich bei Tasmania Berlin, dem, ja, schlechtesten Verein der Bundesliga aller Zeiten mit 0,29 Punkten pro Spiel. Vorletzter ist der VfB Leipzig, also 52. mit 0,59 Punkten pro Spiel. 51. ist Blau-Weiß Berlin mit 0,62 Punkten pro Spiel, also nur knapp vor Leipzig. Genauso viele Punkte in genauso vielen Spielen hat die Spielvereinigung Greuther Fürth erzielt, allerdings haben sie ein besseres Torverhältnis, deswegen kriegen sie den 50. Platz zugesprochen und sind somit der schlechteste noch existierende Verein, der je in der Bundesliga gespielt hat. 0,72 hat Tennis Borussia Berlin auf dem 49. Platz. SV Darmstadt, der aktuelle Bundesligist, hat 0,79 Punkte und ist somit 48. So, dann haben wir hier den ersten FC Saarbrücken mit auch schon einem deutlichen Unterschied. 0,87 Punkte pro Spiel, 47. FC 08 Homburg hat 0,88 Punkte, ganz knapp vor Saarbrücken, 46. Der letztjährige Bundesligist SC Paderborn 07 hat mit seiner ersten und bis jetzt auch einzigen Bundesliga-Saison 0,91 Punkte pro Spiel erreicht und ist somit 45. 44. ist der FC St. Pauli, hat auch unter einen Punkt pro Spiel, nämlich 0,93. Borussia Neunkirchen ist 43. mit 0,95 Punkten pro Spiel. Ja, dann haben wir hier Fortuna Köln, der aktuelle Drittligist, auf dem 42. Platz mit 0,97 Punkten und somit der beste Verein unter einem Punkt pro Spiel. Jetzt haben wir hier nämlich Preußen Münster mit 1,0 Punkten pro Spiel, nämlich 30 Punkte in 30 Spielen. Genauso auch 1,0 Punkte der Wuppertaler SV, allerdings haben sie deutlich mehr Spiele, deswegen sind die 40. Ja, dann haben wir hier Dynamo Dresden. Die haben auch 1,0, haben allerdings einmal eine Punktestrafe erhalten und ohne diese Punktestrafe hätten sie eigentlich 1,03. Dann haben wir hier auf dem 38. Platz mit 1,02 Rot-Weiß Oberhausen. Ja. Genau, SSV Ulm 1846 hat 1,03 Punkte und ist somit 37. Auch 1,03 Punkte hat Energie Cottbus, allerdings, wenn man es auf drei Nachkommastellen rundet, ist Cottbus besser als Ulm, deswegen 36. 35. Stuttgarter Kickers mit 1,07 Punkten. Übrigens der einzige Verein, der in der Bundesliga keine negative Bilanz gegen den FC Bayern München hat. Auch 1,07 Punkte, aber knapp besser. Auf drei Nachkommastellen gerundet, der SG Wattenscheid 09, 34. 33. ist Arminia Bielefeld mit 1,10 Punkten. Hätten sie allerdings einmal nicht alle Spiele einer Saison aberkannt bekommen, hätten sie 1,17 Punkte. Rot-Weiß Essen hat auch 1,10 Punkte, ist aber 32. vor Bielefeld, weil sie eben knapp besser sind mit einer genaueren Rundung. Und genauer KFC Uerdingen ist 31. mit 1,14 Punkten, auch genannt Bayer 05 Uerdingen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen oder annähernd interessiert. Ja, alle Angaben natürlich ohne Gewähr, aber so ungefähr wird es schon stimmen, ne? Und dann bis zum nächsten Mal.